bin jetzt hier am Goodwood Circuit. Und hier war ja vor kurzem das Festival of Speed. Hier sind jetzt aber auch gleichzeitig noch so ein paar Veranstaltungen mit Flugzeugen. Autos sind natürlich wie immer da. Aber natürlich die Flugzeuge auch. Auch den zweiten Tag werde ich natürlich ein bisschen kommentieren, weil ich habe zwar mehr in die Kamera gesprochen schon als am ersten Tag, aber noch nicht genug, um damit es ausreichend ist für so ein YouTube-Video hier. Ich bin, dann habt ihr ja gesehen, jetzt gerade schon an dem Meer entlang, an der Küste entlang Richtung Wales gefahren und bin ganz zufälligerweise an Goodwood vorbeigekommen. Alle Motorsport-Enthusiasten sagt Goodwood, das ist halt ein cooler Circuit. Da findet einmal im Jahr das Festival of Speed statt. Und auch ansonsten halt eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Generell Rennsport-Enthusiasten auf einem Track sind immer coole Autos, immer eine coole Atmosphäre. Vor allen Dingen an Wochenenden immer was los. Einfach mal hinfahren, ein bisschen gucken, Autos gucken und ja, man kommt immer ins Gespräch. Habe mir das Ganze da ein bisschen angeguckt und bin natürlich so ein bisschen rumgelaufen. Und ich bin natürlich nicht nur Motorrad- und Auto-Enthusiast, sondern auch Flugzeug-Enthusiast. Und alles, was irgendwie mit Technik und Fahrzeugen zu tun hat, ist irgendwo ist eine Leidenschaft. Coole Autos da gehabt, es war auch eine Ausstellung da und ich bin gerade rechtzeitig gekommen zu einem Amateurrennen. Ich denke, man haben sich ein paar Motorsportfans, ihre Autos haben sich getroffen, verabredet oder ich weiß nicht genau, was für eine Ausstellung da war. Auf jeden Fall hier ein cooler Senna von McLaren, noch nie gesehen das Auto. Also echt cooles Teil, richtig, richtig sportlich und wie gesagt, noch nie gesehen. Erste Mal und natürlich dann noch ein LaFerrari. Ferrari hat es mir irgendwie angetan. Ferrari ist irgendwie für mich schon immer was Besonderes. Ich wollte als Kind früher oder als Jugendlicher war für mich immer der Ferrari Testarossa das Ultimo. Und Ferrari ist halt was Besonderes. Ja. Und dann ging es auch schon wieder los. Ich packe hier irgendwie kurz meine Sachen noch ein und bereite hier das Moped vor, hole die Handschuhe aus dem Koffer. Und das Lustige war, man kommt immer ins Gespräch und auch wie auch hier bin ich mit zwei Triumphern ins Gespräch gekommen, die gar nicht so weit weg von hier gewohnt haben. Und wir haben ein bisschen gequatscht und dann kam er vorbei irgendwann und sagte dann, hey, willst du mir nicht hinterherfahren oder so? Ich zeig dir mal eine coole Route hier. Und ich so, ja klar, warum nicht? Und dann bin ich mir hinterhergefahren. Die Route, die ich dann von Goodwood gefahren bin, zeige ich euch unten. Könnt ihr als Link, könnt ihr dann, wenn ihr mal da seid, nachfahren oder auch nicht. Auf jeden Fall könnt ihr die Route da sehen, die ich gefahren bin. Ja, ich fahre jetzt hier noch aus Goodwood raus. Ist eine etwas längere Szene mit einer Perspektive. Aber einfach mal, um diese coole Allee in Goodwood da zu zeigen, das ist ja schon immer was Besonderes. Ein sehr gepflegtes Gelände, das Gras super grün, alles gepflegt, keine blauen Flecken, also wirklich sehr elitär alles. Und es waren viele Fahrzeuge da, coole Veranstaltungen und ja, kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man irgendwie in der Nähe ist, einfach mal vorbeizufahren. Hoffentlich ist es was los, weil wenn es da leer ist, ist es natürlich auch schön, aber natürlich nicht so cool, wie wenn da halt ein paar Fahrzeuge sind. Das Coole war, und da fahren wir jetzt auch noch eben durch, dieser Tunnel, das ist wohl die Einfahrt zu dem Gelände. Und als ich auch reingefahren bin, da vorne, bevor man in den Tunnel reinfährt, ist so eine schöne große Hecke, wo Goodwood steht, alles sehr gepflegt, englisch. Und dieser Tunnel ist dann wohl die Einfahrt, wie auch hier die Ausfahrt. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon weiter mit der Tour. Ich bin, wie gesagt, dem Herren hier auf seiner Triumph nachgefahren. War auch eine sehr, sehr coole Oldtimer-Triumph, auch sehr gepflegt. Und ja, ich liebe das da. Man kommt immer ins Gespräch und lernt fremde Leute kennen on the road und hat dann halt ein Erlebnis zusammen. Bin ihm jetzt hier hinterher gefahren und jetzt gleich geht die Musik auch wieder los. Ich lasse euch das Ganze noch so ein bisschen einfach genießen. Und dann war es das eigentlich auch schon mit Tag 2. Ich habe von dem Hotel so nichts mehr gesagt, weil ich war einfach echt platt. Ich bin viele Kilometer an dem Tag gefahren. Das war einer der längsten Tage auf dem Krat und war dann einfach froh, im Hotel zu sein und bin dann auch müde ins Bett gefallen. Also, dann geht es morgen weiter mit Tag 3 von der Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Hey ma'am, number 2 please. Come again? No, I'm sorry, I don't have it. Yes.
do not have a receipt for that. I don't need it. Just thank you. Have a good day.